Marie schläft. Das ist der schwierigste Teil, wenn ich noch ein Video machen will, aus dem Bett kommen, ohne einzuschlafen. Aber heute habe ich es geschafft. Ich habe ja ein großes Ziel mit den 7 Videos. Jetzt möchte ich euch gerne eine Geschichte erzählen, aber dafür kreiere ich erstmal ein bisschen Stimmung. Ein Mikrofon für einen angenehmen Ton, ein Stativ für ein wackelfreies Bild. Kamera schon mal den Bildausschnitt testen. Jetzt kommt der ganze Kram zur Seite, dass auch das Bild schön aufgeräumt ist. Ein paar Lichter aus, ein paar Kerzen für ein schönes flimmerndes Licht. Noch ein paar Kerzen und ja, sieht schon ziemlich gut aus. Jetzt haben wir hier so viel aufgebaut. Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich erzählen wollte. Vergessen habe ich es natürlich nicht, aber ich sammle mich mal kurz. In dieser Geschichte geht es um den Glauben an die Menschheit. In dieser Geschichte geht es um einen Hotelbesitzer und einen Rezeptionisten. Den Hotelbesitzer nenne ich jetzt einfach mal Martin und den Rezeptionisten nenne ich jetzt einfach mal Hans. Eines Abends war ich mit Martin, dem Hotelbesitzer, in der Küche und wir haben einfach ein schönes Gespräch gehabt und in diesem vertrauten Gespräch hat mir Martin dann eine Geschichte anvertraut, die mich auf jeden Fall total berührt hat und auch widerspiegelt, was für ein toller Mensch der Martin ist, weil er nicht wie viele andere einfach ganz oberflächlich sieht und handelt, sondern wirklich tiefer in Dinge reingeht und den Mut hat, sich auch Problemen zu stellen oder Aufgaben zu stellen. Für die Rezeption hat er einen neuen Rezeptionisten oder eine Rezeptionistin gesucht und hat sich da in dem Ort, wo wir waren, ein bisschen umgeschaut und umgehört und hat dann den Hans getroffen und fand ihn eigentlich total nett und wollte ihn auch einstellen. Und dann hat er gedacht, macht er aber mal noch ein bisschen Recherche über die Person, hat dann rausgefunden, wo er vorher gearbeitet hat und hat dann auch rausgefunden, dass er da gefeuert worden ist. Der vorherige Hotelbesitzer wollte keine Details preisgeben, nur dass es nicht gepasst hat mehr. Aber Martin hat dann schon gespürt, dass da irgendwas nicht stimmt, aber mit Hans hat soweit alles wirklich sehr gut gepasst. Dann hat Martin noch weiter recherchiert und hat dann noch einen Arbeitskollegen von dem Hans gefunden, also einen früheren Arbeitskollegen, der wollte aber auch nichts preisgeben. Und dann hat er sich gedacht, ja gut, dann stelle ich ihn halt einfach ein und guck mal, wie es läuft. Und es war wirklich auch von Anfang an sehr gut. Hat sich super ins Team eingefügt und das ist auch sowas, wo Martin großen Wert drauf gelegt hat, dass eben alle seine Mitarbeiter sich gut fühlen und auch gut genug bezahlt sind und damit dann auch happy sind und einfach dann auch ihr Bestes geben. Und das ist total schön zu sehen, was für eine Atmosphäre das auch schafft. Also wir waren in dem Hotel und egal welchen Mitarbeiter man gesehen hat, man hat gesehen, dass denen das wichtig ist, dass sie ihren Job gut machen und dass die auch, dass die Gäste sich wohlfühlen. Und das alles hat damit angefangen, dass einfach der Martin respektvoll mit den Werten aller Menschen in seinem Umfeld umgeht. Auf jeden Fall hat dann Martin Hans erwischt, dass er Geld geklaut hat aus den Kassen vom Hotel und hat ihn dann zur Rede gestellt und dann sind sie irgendwie in den Hinterhof gegangen und der Hans ist in Tränen ausgebrochen und hat halt gesagt, ja, ich bezahle noch hier irgendwie den Unterhalt für 2 Kinder und meine Oma, die kann sich auch nichts zu essen kaufen und ich muss da irgendwie aushelfen und dann muss ich selber noch irgendwie überleben und mit dem Geld, was ich kriege, ja, da komme ich gar nicht über die Runden. Ich wusste einfach nicht, wie ich es anders machen soll und das alles in Tränen und in tiefster Verzweiflung. Dann hat sich Hans die Tränen aus den Augen gewischt, hat einmal tief durchgeatmet und gesagt, okay, ich hole meine Sachen, du feuerst mich jetzt ja eh, dir bleibt ja auch nichts anderes übrig. Dann hat ihn Martin unterbrochen und gesagt, hey, ich bin hier der Chef, ich bin hier der Hotelbesitzer, ich entscheide, wann ich jemand feuer und wann nicht. Jetzt komm, jetzt gehen wir das alles nochmal durch, gucken, rechnen das alles durch und schauen, wie du deine Finanzen jetzt auf die Reihe kriegst. Und dann klappt das schon irgendwie. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Oma sogar noch irgendwie 20 Hektar Land hatte, an dem sie halt irgendwie festgekrallt hat. Und dann haben sie davon 1 oder 2 Hektar verkauft. Und dann ging es ihr auch erstmal wieder gut und sie hat das selber irgendwie auf die Reihe gekriegt.
Und dazu hat ihm dann der Martin noch eine Gehaltserhöhung gegeben. Es war nicht viel, aber so viel, dass es das einfach gereicht hat zum Ende für den Monat für den Hans. Hans, so ein lustiger Name. Passt gar nicht zu den Menschen, aber ist auch nicht so wichtig. Das muss man erstmal so machen. Und der Hans ist dann an der Stelle so dankbar natürlich gewesen, dass ihm jemand geholfen hat, weil er hat ja gar nicht aus Böswilligkeit oder dass er dem irgendwas Schlechtes wollte, es geklaut. Er hat einfach selber keinen Weg mehr gesehen, wie er es auf die Reihe kriegen kann. Und dann ist jemand gekommen, der erstmal über diesen Ego-Trip hinweggehen musste, dass er bestohlen worden ist, dass ihm jemand was geklaut hat. Und dann auch noch stark genug zu sein, dem einen Weg zu zeigen, wie es gehen kann. Und seitdem ist er ein super loyaler, toller Mitarbeiter. Ich finde, das ist so eine bewegende Geschichte. Und wo ich die zum ersten Mal Lillian erzählt habe, hatten wir natürlich auch beide Tränen in den Augen. Es ist einfach eine tolle Geschichte. Ich finde es einfach unglaublich, wie schön das ist, ja, wenn Menschen einander helfen und dann das auch noch in so einer Extremsituation hinzukriegen, spricht natürlich extrem für den Martin. Der Name passt übrigens auch überhaupt nicht. Es war nur der erste, der mir eingefallen ist. Die Geschichte fand ich so toll, die wollte ich unbedingt noch weitergeben. Vielleicht kann sich ja der ein oder andere daraus was ziehen und auch, ja, mal auf die Menschen in seinem Umfeld schauen, ob es da irgendjemand gibt, auf den man eigentlich nur wütend ist, aber dann vielleicht mal seine eigene Wut beiseite stellen und bei der Person gucken, wo man da vielleicht sogar was helfen kann und dann alles besser wird. Ja, das war's mit dem zweiten Video von den 7 jeden Tag oder nicht 7 jeden Tag, ein Video an 7 Tagen für eine Woche, also Daily Content. Ich setze mich jetzt hin, schneide das Video, wahrscheinlich in einer Stunde kann ich das schon hinkriegen und dann setze ich mich zu Lillian aufs Sofa, wir kuscheln noch ein bisschen und schauen uns eine Serie an, die wir gerade angucken und dann gehen wir ins Bett. Euch will ich danken fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, bis morgen. Ciao.